mir. Ja, ich bin wieder Frau meiner Sinne. Ja. Genau, das ist der Finger. So sieht das Ganze jetzt aus. Darunter sieht es ein bisschen schlimmer aus, aber ja. Gut, das dieswöchige Wochenthema. Ja. Liebeserklärung. Ich habe auch schon mal eine Liebeserklärung bekommen und ich muss dazu sagen, ich peile es irgendwie nie. Ja, es war eine Freundin und wir haben relativ viel unternommen und irgendwann im Streit hat sie mich total angeschrien und meinte: Du kapierst doch überhaupt nichts und merkst du nicht, dass da was ist? Und ich so, wie denn? Was? Wo? Und bis sie mir knallhart an den Kopf geknallt hat: Ja, ich liebe dich. Und das Ganze, wo wir waren, das macht mir teilweise gar keinen Spaß. Sondern ich möchte einfach nur in deiner Nähe sein. Also von den Aktivitäten her hat sie keinen Spaß gemacht. So, weiß nicht. Also sie war jetzt nicht so zum Beispiel der Theatergänger, ist aber mit mir ins Theater gegangen oder auf den Skateplatz und allem drum und dran. Und das hat sie eben alles mitgemacht. Und das fand ich, das war schon eine Wow. Also fand ich als Liebeserklärung schon echt gut. Und ja, das hat sie mir im Streit an den Kopf geknallt und ich war danach so baff, ich konnte dann auch gar nicht irgendwie was dazu sagen. Aber es hat sich daraus dann, also es hat sich zum Guten gewendet. Ja, würdet ihr denn für eine Person also auch so alles machen, alle Aktivitäten mit, obwohl die euch gar keinen Spaß machen? Also, ich habe mich das auch gefragt und ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja, aber das fand ich schon echt süß als Liebeserklärung. Daumen hoch. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Habt eine tolle Woche und wir sehen uns.